Wir haben letzten Mittwoch den neuen Fellini-Film gesehen. Er ist nicht einer seiner besten. Ihm fehlt die kohäsive Struktur. Weißt du, man hat das Gefühl, dass er sich nicht absolut sicher war, was er sagen wollte. Ich muss gestehen, es kam mir eigentlich immer schon so vor, dass er mehr ein technischer Filmemacher ist. Zugegeben, La Strada war ein großartiger Film. Großartig in der Anwendung negativer Energie, mehr als alles andere. Aber mir fehlt... Wenn ich mir das noch länger anhören muss, trifft mich der Schlag. Sagen, hör doch einfach weg. Tschüss, du bist gut. Wie soll ich denn das machen? Er brüllt mir seine Ansichten ja direkt ins Ohr. Zum Beispiel bei Julia und die Geister und auch bei Satyricon fand ich ihn unglaublich nachgiebig. Er ist für mich einer der nachgiebigsten Filmemacher, die ich kenne. Das Schlüsselwort ist nachgiebig. Das ist typisch. Warum bist du so deprimiert? Ich war nicht bei der Therapie, ich habe verschlafen. Das ist, warum in aller Welt hast du verschlafen? Wegen des Weckers. Das ist eine sehr feindselige Geste mir gegenüber. Ich weiß, wegen unseres sexuellen Problems, meinst du? Muss denn hier jeder in der Schlange über die Häufigkeit unseres Geschlechtsverkehrs informiert werden? Das ist wie bei Samuel Beckett. Ich bewundere seine Technik, aber er trifft mich nicht ins Mark. Ich würde ihn gern mal ins Mark treffen. Leg dich ab, Erwin. Er spuckt mir andauernd ins Genick, während er versucht, sich zu artikulieren. Soll ich dir mal was sagen? Dass ich meine Therapie verpasst habe, ist dir nur wichtig, weil es dabei um nichts anderes als um dich geht. So egozentrisch bist du. Das ist eine Frage der Weltanschauung. Sie treffen sich wahrscheinlich zum ersten Mal. Die haben sich vermutlich durch eine Anzeige in der literarischen Monatszeitschrift kennengelernt. 30-jähriger Akademiker sucht moderne Frau mit Interesse an Mozart, James Joyce und Sodomie. Was meinst du mit unser sexuelles Problem? Für einen Mann, der in Brooklyn aufgewachsen ist, bin ich ja ganz normal. Okay, also bitte, mein sexuelles Problem. Es ist mein sexuelles Problem. Oh, das habe ich nie gelesen. Das ist von Henry James, glaube ich, aus dem Roman Die Drehung der Schraube. Ja, ja. Es liegt am Einfluss des Fernsehs. Marsha McLuhan hat das sehr gut ausgedrückt. Marsha McLuhan. Er hat gesagt, es ist eine hohe Intensität eines Was würde ich jetzt für eine schöne, große Tüte fauler Tomaten geben? Was tut man, wenn man sich an der Kinokasse die Beine in den Bauch steht und so einen Menschen hinter sich hat? Einen Moment, das warum darf ich nicht meine Meinung sagen? Wir leben in einem freien Land. Was habe ich gesagt? Natürlich dürfen Sie das, aber doch nicht so laut. Sie machen ja gleich daraus einen Aufruf an die Nation. Wie kommen Sie dazu, über Marshall McLuhan zu reden? Sie haben doch überhaupt keine Ahnung von Marshall McLuhan. Das will ich Ihnen sagen, weil ich nämlich Vorlesungen an der Columbia-Universität halte über Fernsehen, Medien und Kultur. Und ich glaube, ich interpretiere Mr. McLuhans Standpunkt präzis bis ins letzte Detail. So, glauben Sie. Ja. Da bin ich aber gespannt. Ich habe nämlich Mr. McLuhan zufälligerweise gerade hier. Darf ich bitten, Mr. McLuhan? Kommen Sie her. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Und? Sie haben keine Ahnung von meiner Philosophie. Sie legen mich absolut diametral aus. Wie Sie überhaupt an eine Universität gekommen sind, ist mir völlig schleierhaft. Wenn es doch einmal so im Leben wäre.